Das sind vielleicht jetzt Dinge, sagen Sie, das kann doch der als Oberbürgermeister gar nicht lösen. Richtig. Ich entscheide nicht über den Hartz-IV-Satz und auch nicht über die Steuerpolitik. Aber wir vor Ort entscheiden darüber, ob wir Städte bereitstellen, in der die Infrastruktur es den Kindern erlaubt, sich aus dieser Armutsspirale zu befreien, indem es Kinderkrippen gibt, indem es Kindergärten gibt, genügend, indem es Ganztagsschulen gibt, in die die Kinder gehen können. Das ist insbesondere in Bayern, wir sind ja da immer ein bisschen rückständig in der Schulpolitik, ein riesiges Thema. Und wir entscheiden auch darüber, an der Ecke, wo es um gesellschaftliche Teilhabe geht. Du hast von dem Sozialpass gesprochen, den gibt es bei uns in Nürnberg schon, ich glaube seit 20 Jahren, heißt Nürnbergpass. Da gibt es Vergünstigungen, das was die von der Leyen jetzt erfunden hat, gibt es bei uns im Grunde schon seit 20 Jahren, beim Musikunterricht, im Sportverein, im ÖPNV, für die Eltern und für die Kinder. Es gibt dann Unterstützung, wenn es zur Klassenfahrt geht. Es gibt nichts Schlimmeres für ein Kind, als wenn die ganze Klasse fortfährt und du musst mit windigen Ausreden sagen, warum du zu Hause bleibst, der kranke Großmutter erfinden und in Wirklichkeit fehlt das Geld, um den Wochenaufenthalt zu zahlen und vieles andere mehr. Das heißt, Inklusion, so nennen wir es die Fachleute, soziale Inklusion, ist eine Aufgabe, die ganz direkt bei uns vor Ort in der Kommune entweder stattfindet oder eben nicht stattfindet oder es findet das Gegenteil statt. Segregation, das Auseinanderzerren der Gesellschaft und damit würden wir uns selber, unseren Kindern, aber auch der Demokratie und der sozialen Marktwirtschaft in Deutschland keinen Dienst erweisen, wenn wir diese Aufgabe, diese gesellschaftliche Herausforderung nicht annehmen. Wir sind bei der Betreuung von unter dreijährigen Kindern Entwicklungsland. Das muss man nüchtern so sagen. Und es ist auch eine direkte Folge zu unserer Bevölkerungspyramide, denn mehr Kinder kriegt ein Staat nicht mit mehr Kindergeld, sondern mehr Kinder kriegt ein Staat nur, wenn er vernünftige Infrastrukturen bereithält. Die Franzosen haben 2,3 Kinder pro Paar im gebärfähigen Alter, wir haben 1,38 im Moment. In Frankreich gibt es praktisch gar kein Kindergeld, aber eben eine gute Infrastruktur. Und bei uns ist das was, wo wir immer dann noch im Hinterkopf irgendwo so ein Rest von Rabenmutter wohnt, wenn man sich vorstellt, das Kind wird schon mit einem Jahr in die Krippe gebracht und so ein Zeug. Das ist alles Quatsch und längst auch von der Gehirnforschung widerlegt. Unsere ganzen Einzelkinder und Prinzen und Prinzessinnen lernen im Gegenteil schon in der Krippe das Sozialverhalten, das man früher in der Großfamilie gelernt hat und das uns heute aber in der Kleinfamilie nicht mehr möglich ist, den Kindern beizubringen. Als die deutschen Ratspräsidenten der EU waren, hat der Franz Müntefering bei uns eine Konferenz abgehalten, eine internationale, und am abendlichen Empfang saß ich neben der Planungschefin vom französischen Ministerpräsidenten Dominique de Villepin, eine Frau Mitte 30, hochschwanger. Ich habe dann mit ihr über den Job geplaudert, die hat mir erzählt, sie hat 200 Leute, sie machen die Politikberatung für die französische Regierung. Und irgendwann, nach einiger Zeit, habe ich halt gesagt, Madame, das ist aber eine Herausforderung, Sie sind jetzt hochschwanger, wie kriegen Sie denn Ihren Job und das Kind in Übereinstimmung? Dann schaut die mich ganz lang an und sagt, das ist eine typisch deutsche Frage. Diejenigen, die Raumschiff Enterprise kennen, kennen das Gefühl, Scotty, beam mich weg von hier, so habe ich mich gefühlt im Augenblick an mir. Warum fragst du Depp die das jetzt? Und dann hat es weitergeredet, hat gesagt, macht nichts, ich trage gern zu ihrer Bildung bei. Erstens, sagt sie, ist das nicht mein erstes Kind, sondern mein fünftes. Zweitens habe ich vier davon, also mit dem, das ich im Bauch hatte, vier davon schon als Planungschefin gekriegt. Und drittens ist es bei uns in Frankreich überhaupt kein Problem, weil wir eine ordentliche Krippeninfrastruktur haben und weil es selbstverständlich ist und keiner mich schimpft, wenn ich meine Kinder in diese Einrichtung bringe. Das war mir eine Lehre. Wir bauen deshalb in Nürnberg Krippen wie die Sau, wenn ich das mal so sagen darf. Als ich 2002 angefangen habe, waren es 2% Versorgung bei den 3-Jährigen. Jetzt bin ich bei 20 und 2013 will ich bei 35 sein, aber ich befürchte, auch das wird noch nicht reichen. Die guten Länder, die auch gute Geburtenraten haben, liegen bei 60. Die skandinavischen Länder sind auch hier wieder führend. Zweite Erkenntnis aus dieser Bertelsmann-Studie ist, es gibt nirgendwo, fast nirgendwo in der OECD einen engeren Zusammenhang zwischen dem sozioökonomischen Hintergrund der Eltern und dem Bildungserfolg der Kinder. Ich weiß, dass ihr in Hessen viel über Bildungspolitik diskutiert habt, wir in Bayern auch. Wir leisten uns eine grausige Auswahl und wir sagen es mal in meinen Sonntagsreden, die Köpfe sind der wichtigste Rohstoff der Bundesrepublik. Die Wahrheit ist, das sieht man beim Studium von Todesanzeigen, wo oben der Doktor steht, steht auch unten rechts. Die anderen Kinder sind nicht blöder, also gibt es irgendwo Hindernisse.
auf dem Weg der Bildungsbiografie. Und darum müssen wir, und das sind wir wieder in der Kommunalpolitik, unsere Politik nicht in den Bildungsinstanzen denken, sondern im Grund entlang der Bildungsbiografie in der Kinder definieren. Die Übergänge von der Krippe in die Kindertagesstätte, die Übergänge von der Kindertagesstätte in die Schule, die Übergänge von Schule in weiterführende Schule, in Ausbildung. Das sind die Brüche, die potenziellen Brüche im Leben der Kinder. Wir müssen versuchen, dass die Schule die Bildungsleistung tatsächlich alleine erbringt und wir nicht zu viel auf die Elternhäuser outsourcen, weil die Elternhäuser das heute nämlich nicht mehr schaffen, diese Bildungsleistungen zu erbringen. Da wird es dann gleich wieder ganz konkret. Das sind Herausforderungen und Aufgabenstellungen für die Kommunalpolitik. Dritte Erkenntnis aus dieser Studie: Die Entwicklung, die Schere zwischen den niedrigen Einkommen und den hohen Einkommen ist nur in einem einzigen Land der OECD noch weiter auseinandergegangen als in der Bundesrepublik Deutschland, und das ist die Slowakei. Slowakei ist gemeinhin nicht unser Benchmark. Also heißt konkret, in den Jahren 1990 bis 2001 ist die Schere zwischen Arm und Reich in Deutschland, arm bezogen aufs Einkommen, nicht aufs Vermögen, also aufs laufende Einkommen, relativ auseinandergegangen. Das heißt, die Reichen, die Gutverdiener, haben sehr viel mehr gekriegt und die mit den niedrigsten Einkommen nur ein ganz kleines bisschen mehr. Seit 2001 geht sie absolut auseinander. Die oben kriegen weiterhin mehr und die unten kriegen sogar Jahr für Jahr weniger. Seit 2001 kriegen die Niedrigeinkommen in der Bundesrepublik jährlich im Durchschnitt real weniger Geld. Das hängt mit diesen ganzen Patchwork-Arbeitsplätzen zusammen, ein bisschen auch mit der Leiharbeit, ein bisschen auch mit Maßnahmen aus der Großen Koalition, das müssen wir ganz offen zugeben, in diesem Bereich, deswegen müssen wir uns die auch kritisch anschauen. Wundert sich dann noch jemand, wenn die Menschen auf die Frage, glauben Sie, dass es Ihren Kindern mal besser geht, als Ihnen jetzt nur noch zu 30% Mediarantworten? Ich wundere mich nicht. Ich wundere mich, dass wir so wenig darüber reden, dass wir uns genau diesem Problem zuwenden müssen. Die soziale Gerechtigkeit, die ihren festen Platz in der Herzensgeografie der Deutschen hat, ich habe es vorhin gesagt, hat keineswegs nur in den Herzen der Sozis. Das sind die Herzen der Christsozialen und Christdemokraten, genauso wie die FDPler, die Katholischen, wie die Evangelischen. Wir müssen aber daran arbeiten, dass wir diese Gerechtigkeitslücke wieder schließen. Nur dann kann am Ende auch Politik wieder Glaubwürdigkeit zurückgewinnen. Die vierte Erkenntnis der Bertelsmann-Studie ist, wir haben das größte Problem mit Langzeitarbeitslosen. Da kenne ich jetzt die Zahlen von Wetzlar nicht. Bei uns in der Stadt ein Riesenproblem. Ich habe trotz der guten Konjunktur und trotz eines Beschäftigungsaufwuchses, den wir haben, eigentlich nur Bewegung bei den marktnahen Kunden und praktisch keine Bewegung bei denen, die Arbeitslosengeld 2 beziehen. Also die Hindernisse zur Arbeitsaufnahme haben, das kann die Sucht sein, das kann das Eheproblem sein, das kann das Verschuldungsproblem sein und vieles andere mehr. Wenn wir jetzt, wie es die Bundesregierung jetzt gemacht hat, im Zuge der Haushaltskonsolidierung der Bundesagentur genau das Geld wegnehmen, das sie bislang für die Langzeitarbeitslosen ausgegeben hat, dann werden wir die soziale Spaltung in Deutschland noch verstärken, denn auch wenn wir 10% Wachstum zustande bringen, also so wie die Inder und die Chinesen, wird der Arbeitsmarkt allein uns das Problem der Langzeitarbeitslosen nicht abnehmen. Dazu brauchen wir kommunale Sozialpolitik, da sind wir wieder gefragt, daran müssen wir arbeiten und das ist die Herausforderung für uns. Wenn es so da liegt, das Problem, wie ich es jetzt geschildert habe, dann heißt das, dass wir uns die Frage stellen müssen, was können wir kommunal dazu beitragen. Wir brauchen kommunal Problemlösungskompetenzen, um genau den Versuch zumindest zu unternehmen, diese Gerechtigkeitslücke ein kleines Stück mitzuschließen. Wir haben welche. Wir können, wie gesagt, nicht die Steuerpolitik beeinflussen, aber die Frage, wie ein Mensch den Staat erlebt, das Öffentliche, sagen wir am besten, oder die öffentliche Hand, ist doch keine Frage des Bundes oder des Landes Hessen. Geboren wirst du meistens in einem kommunalen oder in einem Kreiskrankenhaus. Du gehst in der Schule oder in den Kindergarten, den wir finanziert haben. Du fährst mit dem Bus, den die Stadt oder der Landkreis bezahlt. Du ziehst irgendwann in eine Wohnung ein, die, wenn sie eine Sozialwohnung ist, von uns bezuschusst worden ist, damit sie günstig genug ist für junge Leute. Und am Ende des Lebens ist es bei uns in Nürnberg dann so, endet man dann auch noch im städtischen Krematorium. Das heißt, die öffentliche Hand begegnet den Menschen in ihrer kommunalen Form. Und die Leute erwarten von uns, die erwarten von einem modernen Dienstleistungsstaat wie der Bundesrepublik Deutschland, dass das, was zum modernen Dienstleistungsstaat gehört, ordentlich erledigt wird. Oft fehlen uns die Problemlösungsmöglichkeiten dafür. Geld fehlt eigentlich immer. Gut, mit Geld kann es jeder, ohne ist es ein bisschen schwieriger. Es fehlen oft auch die Gesetze. Wir haben, da geht es euch in Hessen nicht anders wie bei uns,
Landesregierungen, die Gesetze schreiben, wo detailverliebt irgendwelche Ministerialbeamten in unser kommunales Handeln hineinfuhrwerken bei uns von München aus, obwohl sie keine Ahnung haben von dem, was vor Ort stattfindet. Und wir brauchen am Ende auch das Selbstbewusstsein. Und da bin ich auch ein überzeugter Kommunaler, dass wir sagen, wir vor Ort können beweisen, dass die Politik in Deutschland in der Lage ist, die Gerechtigkeitslücke ein Stück zumindest mitzuschließen. Das ist die Botschaft, die ich rüberbringen will. Und das ist auch das, wo, so habe ich euer Programm verstanden, die SPD hier im Lahn-Dill-Kreis und in Wetzlar angetreten ist, die Sache zu verbessern. Dazu braucht es Geld. Und Geld, das ist immer ganz schwierig, wenn Bürgermeister nach Geld jammern, dann haben die Leute im Hinterkopf immer irgendwelche Spaßbäder oder goldenen Wasserhähne. Ich sage, vor dem Hintergrund des eben Gesagten sind stabile Kommunalfinanzen erstens das beste Konjunkturpaket, das wir uns in Deutschland einfallen lassen können, weil 2/3 aller öffentlichen Investitionen sind kommunale Investitionen. Wenn wir kein Geld mehr haben, wird nicht mehr investiert. Die kommunale Nettoinvestition, das heißt das, was wir jährlich bauen, abgezogen die Abschreibungen, den Wertverzehr, ist seit dem Jahr 1999 negativ. Deutschland wird immer weniger wert, weil wir nicht mehr das Geld haben zu investieren. Also die gesamte kommunale Nettoinvestition in Deutschland ist negativ. Es wird jedes Jahr ein bisschen weniger. Der Wertverzehr ist größer als die Werte, die wir schaffen. Unglaublich an sich. Auch das ist unglaublich, weil uns die Möglichkeiten dazu fehlen. Stabile Kommunalfinanzen können ein Beitrag sein zur sozialen Inklusion und gegen Segregation. Und stabile Kommunalfinanzen sind in jedem Fall immer auch ein Beitrag gegen die Staatsverdrossenheit. Davon bin ich zutiefst überzeugt, weil wenn die Leute Probleme haben, kommen sie immer zum Rathaus. Ob wir zuständig sind oder nicht, das ist den Menschen völlig egal. Mali, tu was, heißt es in Nürnberg. Und wenn ich dann kompliziert erklären muss, dass das der Bundeszuständigkeit ist oder Landeszuständigkeit, dann sagt mir der geneigte Bürger, das ist mir doch wurscht. Schau, dass du das irgendwie hinkriegst. Und in dem Maß, wie wir zunehmend diese Ansprüche nicht mehr erfüllen können, wächst natürlich Frust. Wir generieren Politikverdrossenheit durch fehlende Handlungsmöglichkeiten. Deswegen kämpfe ich als Bürgermeister für mehr Geld, nicht um irgendeinen Luxus hinzustellen. Und so ähnlich, denke ich, ist es bei euch hier auch.